Tja, ich denke, das ist die große Herausforderung, die es gibt. Aber wenn ich mir anschaue, ich habe meine Stelle als erster oder als Hoteldirektor übernommen, das war 1997, da waren die Kids jetzt alle noch nicht mal in der Grundschule. Ja? Und irgendwann, glaube ich, muss man mal aufhören, an seinem Besitzstand rumzuzerren und den festzuhalten und zu sagen, so, wir müssen auch eine neue Generation an Teammitgliedern und an Führungskräften ranschulen. Und ich denke, das ist aktuell die Aufgabe, die sehr entscheidend ist, um uns auch zu differenzieren im Markt. Ja. Na gut, also erstmal haben wir natürlich eine gute Fehlerkultur. Ja. Wir motivieren natürlich niemanden, Fehler zu machen. Nur Fehler gehören auch dazu, um Erfahrungswerte zu haben. Also wir können den Kids irgendwie alles beibringen. Ja. Allerdings die Erfahrungswerte, das funktioniert halt nicht. Ich kann die auf kein Seminar schicken und sagen, so, jetzt hast du 2 Tage Erfahrungsseminar und dann sammelst du die Erfahrung von 10 Jahren. Das funktioniert nicht. Und wenn ich an meine Zeit zurückdenke, was ich für Fehler gemacht habe, viele, die mich kennen, die kennen auch die Fehler, die werden heute noch die Hände über den Kopf zusammenkraschen. Ja, das gehört einfach dazu und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man diese Fehler macht und dass man die Möglichkeit hat, diese Fehler auch unbeschadet irgendwie durchzustehen. Ja, und meine Aufgabe sehe ich da drin als CEO, der nicht Chief Executive Officer ist, der von oben nach unten runter exekutiert, sondern halt als Chief Enabling Officer mit den Teams gemeinsam sie dazu zu befähigen, dass sie Höchstleistung bringen können. Klingt alles prima und gut, würde auch jeder so unterschreiben, aber machen das Investoren auch so mit? Also ja, unsere Investoren machen das so mit, also die in der ersten Runde mit da reingekommen sind, das Family Office aus Hamburg, die Familie May, die auch für sich hat, sagt, der Mensch macht den Unterschied. Und gerade auch der Einstieg von Residor ist etwas gewesen, wo wir da jemanden gesucht haben, der unsere DNA teilt, der das mitlebt. Und ich muss sagen, bisher ist das alles wunderbar und jeder unterstützt das und das ist eine ganz tolle Sache. Aber Stichwort Residor ist ja genau das Richtige. Ist das so ein bisschen Spielwiese für einen Konzern, der auch sagt, liebe anderen Direktoren, schaut mal, was bei Price Hotel auch anders geht? Das weiß ich nicht. Ich denke, jeder Konzern hat ja irgendwo so sein Innovation Lab und ich kann mir schon vorstellen, dass wir auch einen Teil dazu beitragen können und sagen, wie geht man neue Wege, ohne dass man jetzt mal ein starres Gerüst erstmal aufbricht, dass man Leute brüskiert oder etwas, sondern wir können halt auch Dinge ausprobieren. Und ich bin persönlich auch dankbar für das Experience Sharing, was ich bisher mit den Herrschaften hatte, also mit den Kollegen hatte, die da waren, dem Wolfgang Neumann, dem Olivier Harnisch. Das war ganz toll, immer wieder das abzuwägen und zu sagen, hey, wie seht ihr das? Wir sehen das so, wie gehen wir damit um? Da kommen echt super Ergebnisse bei raus dann. Ja. Nochmal zurück zu der jungen Generation. Welche Bereiche muss ein CEO wie schnell eigentlich jetzt abgeben an die neueste Generation? Ja, das ist, also ich merke das bei mir persönlich. Ich bin überhaupt nicht mehr auf Snapchat aktiv. Ja, das kann ich schon gar nicht mehr. Und ich sehe einfach, dass so simple Marketingregeln, der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler, ja, die müssen wir, glaube ich, auch mal in der Personalführung oder in der Nachwuchsförderung umsetzen. Denn es geht nicht darum, was wir toll finden und welche Anzeigenkampagnen wir klasse finden und welche Einarbeitung wir toll finden und welche Jobtitel, sondern das, was die Jungs und Mädels brauchen, die jetzt gerade kommen und eine Lehre zum Hotelfach machen oder die dann arbeiten wollen in unserer Branche. Ja. Also das heißt, Emoji sind keine Spielerei, sondern Coolness der nächsten 10 Jahre? Ich weiß nicht, ob es eine Coolness der nächsten 10 Jahre ist, aber die Emojis waren für uns auf alle Fälle oder sind für uns auf alle Fälle ein Thema, womit wir die Leute mal direkt ansprechen. Was wir gemacht haben ist, wir haben im Vorfeld 10, 15 Stellenanzeigen von Hotels einfach mal nebeneinander gelegt. Und die waren alle so austauschbar und so langweilig wie nur irgendwas. Und die sprechen einfach niemanden mehr an. Ich glaube, nicht umsonst sind auch so viele Stellenanzeigen immer online. Stellen sind nicht besetzt. Ich bin der Überzeugung, dass die Zielgruppen gar nicht richtig erreicht werden. Und wir haben uns jetzt halt darauf fokussiert zu sagen, wir gehen auf Facebook, wir gehen auf Instagram, wir machen AdWords selbst und wir schalten das. Und damit wollen wir jetzt eigentlich Nachfrage initiieren, sich bei uns zu bewerben. Ein ziemlich mutiger Schritt, kann man sagen, ganz salopp gesagt. Was ist eigentlich der Plan B, wenn das nicht klappen sollte? Gibt's nicht. Gibt's Plan A, das funktioniert, Plan B gibt's nicht. Wenn wir uns jetzt schon um Plan B Gedanken machen müssen, dann wären wir von Plan A nicht überzeugt. Wir haben echt gute Leute jetzt mittlerweile bei uns. Es fangen tolle Leute auch an.
Sie haben das Vertrauen auch von mir, das umzusetzen, die Sachen zu machen. Ich sehe mich mehr und mehr als Coach da im Hintergrund, der ein Experience-Sharing macht, der Erfahrungen transferiert, also der keine Ratschläge gibt, ja, weil irgendeiner hat gesagt, das sind auch Schläge, sondern der Erfahrungen teilt. Und jeder kann sich dann halt raussuchen und sagen, okay, setze ich das mit um? Wie setze ich das bei mir mit um? Und wie gehe ich meinen eigenen Weg? Und da gibt es keinen Plan B, weil rückwärts lesen kann das Leben jeder, aber nach vorne gucken müssen wir halt ausprobieren. Ja. Ist das jetzt eigentlich so eine Art Botschaft an die Branche, an die anderen CEOs oder einfach nur, weil Ihnen das so gefällt? Nee, das gefällt mir, beziehungsweise was gefällt mir gut. Ich merke, ich werde auch älter und irgendwann muss man auch mal gucken, dass man einen gewissen weiteren Lebensabschnitt einläutet. Und ich kann nicht ständig noch irgendwie rumtanzen auf irgendwelchen Events und als Speaker fungieren und sagen, hier, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, wenn ich die Sprache der Gen Y der Leute gar nicht mehr richtig spreche. Mir geht es darum, dass ich nicht über Gen Y spreche, sondern dass wir mit Gen Y sprechen und dass Gen Y mit Gen Y spricht und dass halt die Company so aufgebaut wird, dass wir junge Führungskräfte haben, die sich auf alte Hasen wie mich berufen können, zurückziehen können und mit denen das machen. Aber an die Front müssen jetzt andere.